Hallo und herzlich willkommen. Und sofort nach dem Intro geht's los. Nanu, ist es das nicht? Ich sage mal so, für dich ist das schon eine ordentliche Leistung. Jetzt nur nicht nachlassen. Das wird schon noch. Beim nächsten Mal wird's besser. Wär ja gelacht. Was die versprochene Belohnung angeht, es tut mir leid, aber die Sache, wegen der ihr gekommen seid, ist nicht mehr hier. Was? Ich sagte doch, tut mir leid. Lass mich überlegen. Auch wieder dein Lied, ne? Der irgendwie, ich weiß haben. Nicht. Also, das, naja, was soll's. Aber was, ich bin jetzt nicht hier, um das Spiel zu analysieren. Beeilen wir uns. Ich will spielen. So viel dazu. Und jetzt zurück an die Arbeit. Die Materia poliert sich nicht von allein. Hey, wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir. Ich würde gerne eine Materia kaufen. Können wir noch was Gutes kaufen? Hallo, Bruder. Der ist ja auch wirklich, also wie der auch redet, ne? Der ist wahrscheinlich wirklich bekifft, ne? So, heilen. Haben wir hier irgendwas, was wir noch nicht haben? Guck mal, wir haben die alle schon. Der hat nichts Neues für mich. Bruder muss los. Aber ey, Leute, selbst wenn ich jetzt eine PlayStation 5, man kann ja gerade das Upgrade auf die PlayStation 5 hier für das Spiel bekommen, kostenlos, ne? Selbst wenn ich jetzt eine PS5 kaufen wollen würde, ich würde nicht mal eine kriegen. Und jetzt müssen wir bei uns gerade am Haus auch so viel bauen, ne? Meine Frau hat schon letztens gesagt, wir könnten ja den Urlaub im Sommer absagen. Ey, nee, sag ich, da gehe ich gar nicht drauf ein. Aber nun ja, hier muss ich rein. Warte mal, unten lang. Aber dank Markim, kann ich dir sagen, habe ich eine E-Mail bekommen, dass Twitch wieder Geld überwiesen hat. Das war im Grunde alles, nahezu, kannst du sagen, von dir und von Manu und von Darfu. Bei so etwas kann ich mich einfach nicht entscheiden. Wie komme ich denn jetzt da? Was ist meine Aufgabe? Dieser Söldner, von dem alle reden, hat den Corneo-Kampf gewonnen. Der ist doch das. Ich nehme das. Da ist das Ziel. Aha. Jetzt warte doch mal. Willkommen. Nehmt Platz, wo frei ist. Sag mal, du hast doch da etwas vom Typ aus dem Materialaden bekommen, oder? Eine Inspiration. Pass mal auf. Das ist halt einfach nur ein Stück Stoff. Ach, das meinst du? Ihr steht wohl auf solche Sachen, was? Das ist eine Peitsche. Aber sagt mal lieber, habt ihr Ahnung vom Kochen? Nö, kein Plan. In letzter Zeit schmeckt das Essen irgendwie fade. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte am Feuer im Ofen, am Strom oder der Kühltemperatur liegen. Eines davon müsste es sein. Na komm, los. Mal überlegen. Was könnte es sein? Das Problem ist, vielleicht kann das Element einer Materia helfen. Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall, Markin. Freut mich für dich. Was machen wir denn jetzt hier? Mehr Power? Mehr Feuer? Oder ein paar Zutaten kühler machen? Wir haben ja alles auf Stufe 2. Soll ich mal ein bisschen den Strom erhöhen? Lohnt sich das? Ich kann ja mal ein bisschen Feuer machen, oder? Da gibt es ein bisschen zu diesem Geschmack von Verbrennen. Okay, ich hab's. Zu wenig Feuer im Ofen. Oho, sitzt wohl häufig auf glühenden Kohlen und kennt euch damit aus. Mal sehen, was passiert, wenn wir etwas am Regler drehen. Jetzt verbrennt die ganze Sache, ne? Oho, gar nicht mal so schlecht die Flamme. Bitte, wohlbekomm's. Jetzt wird reingehauen! Bei mir gab es heute Abend Kartoffelbrei, haben wir gegessen. Mit Würstchengulasch. Gar nicht gut. Ach, schade. Er hat es so genüsslich verschlungen, da wollte ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen. Aber du hast mir wirklich weitergeholfen.
Hier, als kleine Wiedergutmachung gebe ich dir einen Gutschein für die Apotheke. Kauf ihm Medizin dafür. Apothekenkupon. Das ist ja spannend. Warte mal, ist das jetzt damit hier abgehakt? Nee, ist es noch nicht. Hey, was ist jetzt mit der Sache aus dem Materialladen? Was könnte man noch verfeinern? Vielleicht die Gewürze? Ich hatte doch neulich erst Gewürze aus Wutai kommen lassen. Wo sind die eigentlich hin? Wohl erstmal zur Apotheke. Oh, ach, jetzt ist dem Typen hier schlecht. Jetzt hängt der eigene Kumpel da auf der Toilette und dem ist übel. Das muss ich aus der Apotheke, weil das war damals auch schon so. Man musste schon damals aus der Apotheke dann eine Medizin holen für den Typen, dem schlecht ist. Jetzt habe ich natürlich den Typen selber vergiftet. Auch witzig, ne? Aber klar. Und gleich hier wieder rein. Das ist ein Rumgerenne hier. Was ist denn hier? Ach so, der hängt hier vor der... Hey du, gehört der zu dir? Ja, schon. Ach so, du hast einen Gutschein. Ja, dann komm doch erstmal herein. Meine Güte, heute wimmelt es ja nur so vor Patienten. Außer ihm gibt es noch mehr? Ja, ständig kommen Bestellungen für Medizin herein. Wollte eigentlich gerade los, um welche auszuliefern. Komm, das Essen war nur ein bisschen verbrannt. Aber das ist ihm schlecht. Hier behält man besser im Auge. Was meinst du? Könntest ich habe du mit meinem Sohn gesagt, das soll in Zukunft für mich YouTube-Videos cutten. So habe ich ihm erzählt. Kriegt ein Euro pro dann Video. Hast du doch ganz sicher auch und wenn ich mal böse zu ihm war, braucht er eine Woche lang gar nichts schneiden. Das trifft sich gut. Mal sehen. Hat er gesagt, mach doch. Bin gespannt. Liefere diese Medizin aus. Sie reicht für zwei Personen. Halte nach zusammengebrochenen Personen Ausschau. Sieh dir die Symptome an und verabreiche die entsprechende Medizin. So, okay, dann fangen wir mit dem hier an, oder? Kann ich nicht bewegen. Dem kann ich also jetzt nichts geben, okay? Dann muss man mal gucken. Zusammengebrochene Person. Oh, das sind Quests, die können nerven, oder? Abgefahren, wie das leuchtet. Wo finde ich denn jetzt eine zusammengebrochene Person? Wäre nett, wenn die gleich in der Nähe sind. Was hat denn gibt's hier irgendwo ein Ziel? Nee, ne? Einfach nur hier rumrennen. Halte Ausschau nach zusammengebrochenen Personen. Guck mal, der ist doch zusammengebrochen hier. Nö. Der hängt da einfach nur drum rum. Guck mal, mit dem können wir auch mal reden. Hallo Klaus. Da haben wir lange nicht geredet mit dem. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Wir haben auf jeden Fall einen Kampfbericht abgeschlossen, wieder mal. Was hat denn der? Hat er was ausverkauft? Effizientes Blocken? Hier, guck mal hier. Stehlen! Haben wir noch nicht. ATB-Boost für 100 Gil? Das ist ja günstig. Magische Verkettung. Ein Zusatzangriff wird mit einer verbundenen Materia bei Angriff Anführung hinzugefügt. Kann mit dem Materia Glut Force und so weiter und so weiter verbunden werden. Aha. Komm, hier, guck mal, 100 gilt, das ist ja nichts. Dann werden wir jetzt gleich... Was ist denn das? VR-Mission. Haben wir schon. Shiva haben wir schon. Denn... Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermaterie. Oh, neue Beschwörermaterie. Besiege die Esper, um die Materie zu vervollständigen. Ja, nice. Nächste Esper bekämpfen. Aber... Da gucken wir mal ganz kurz. Ich will. Nee, warte mal. Hier. Nach müssen wir halt hier reingucken. Da gucken wir mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz Stehlen anlegen. Analyse ersetzen wir durch Stehlen. Kann ja nicht schaden, ne? Wollen wir mal gucken, was für eine Esper hat er denn für mich? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Schokomoppel. Ja, wollen wir mal gucken. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Sieht schon cool aus, ne? Finde ich ziemlich fetzig. Shinra Combat Simulator.
Na, dann hauen wir noch mal ganz schnell den Schokomoppel weg. Was machen wir denn da mit dem? Da macht der erstmal nichts, ne? Was ist denn jetzt seine Mission? Was macht er denn? Volle Konzentration. Oh nein! Der hat einen Topperi gezaubert! Das ist dein Ernst! Es ist raus! Ich bin alleine! Das wird so nichts. Der hat einen Topperi gezaubert, wie krass! Oh nein, wie weit muss ich da wegrennen? Okay, er hat mich nicht erwischt. Alter, was ist jetzt los? Guck mal. Tambourin. Nein! Oh! Action ohne Ende hier. Ich müsste mir mal was einfallen lassen. Shiva, komm. Ja, komm, jetzt machen wir was, Shiva. Die frieren jetzt erstmal ein, oder? Guck mal, wie geil die aussieht, ne? Wie heiß die ist. 2100 Schaden, oder? Fertigkeiten, Mutangriff. Komm, mach den jetzt. Damit er umfällt. Mach Schock. Schock. Jetzt ist es unter Schock. Und jetzt komm, hau richtig drauf. Wir machen jetzt voll, damit wir den Schwertwind machen können. Fertigkeiten, Ende mit Schrecken. Sollen wir mal eben mal stehlen auch? Fertigkeit gemeistert, Ende mit Schrecken. Sieg! Okay. Ich habe natürlich das Licht bestohlen, aber was soll's. Wir haben den neuen Esper. Cloud, herzlichen Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man eben, wie gesagt, nur einen anlegen kann, ne? Guck mal. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Guck mal, wenn ich jetzt hier... Barrett kann ja auch einen anlegen. Und Tifa auch. Und Aerith auch. Mal, wenn ich jetzt hier den Chocomoppel anlege, zum Beispiel... Eine mögliche Beschwörung eines Chocobombes. Eine Esper, die mit ihrem massigen Körper physischen Schaden verursacht. Spezialattacke Würzelbombe ist ein elementar neutraler Angriff. Für die Beschwörung werden 2 ATB-Einheiten benötigt. Okay, wir machen das einfach mal. Und dann machen wir einfach mal bei Barrett den Ifrit rein. Nun, da haben wir auf jeden Fall mal die Figuren erstmal angelegt, ne? Jetzt suchen wir aber immer noch nach Leuten, denen es nicht gut geht, ne? Warte mal, wo war denn jemand? War nicht irgendwo jemand, der zusammengebrochen war? Lag da nicht irgendwo jemand rum? Hinten in irgendeiner Ecke? Der hier. Ja, okay, das ist nicht der, den wir suchen. Hier. Hier liegt auch keiner rum. Ach, das ist eine Kack. So eine Quest nerven mich. Also wirklich. Geh mal jemanden suchen, dem es nicht gut geht. War das nicht hier hinten in irgendeiner Gasse? Da lag doch einer. Guck mal, hier ist eine Biene. Oh, was ist? Ein Honigmädchen. Ja, klar. Aber das Einzige, hier ist mehr ist hier nicht. Kann man mit der jetzt irgendwas anfangen? Guck mal, das ist doch erstmal nett. Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Eine erstklassige Tänzerin wird man allerdings nur mit viel Übung. Okay. Na gut, dann können wir da jetzt, dann wissen wir jetzt schon mal ein Geheimnis, ne? Aber... Muss aufpassen, dass mir die Leute mit Hausverbot nicht entgehen.
Ich kann da auch mal einen zusammenbrechen lassen. Ach komm, ich will eigentlich ganz gerne nach Hause zu Sektor 6 kommen. Dazu müssen wir aber hier echt vorankommen. Und das ist ja hart. Hart schwer. Hier muss ich rein, ne? War das hier? Und dann ist durch dieses abscheuliche, furchterregende Monsterhaus Clouds Schwert einfach so durchgerattert. Ja, genau. Ein Haus? Der Junge hat gegen ein Haus gekämpft? So sieht's aus. Da bist du ja wieder. Geht es dir besser? Fast schon so gut. Was ist mit den Leuten draußen? Ich habe getan, was ich konnte. Verstehe. Die restliche Medizin bewahre ich auf. Wenn du Zeit hast, okay. Kannst du eine ja hat gereicht. Wie versprochen bekommst du noch eine Belohnung. Ich habe da gerade was ganz Besonderes auf Lager. Was Besonderes? Nun, eigentlich gehört das ja dem alten Ausstatter. Der Imbissbudenbesitzer hat mir alles erzählt. Ihr seid doch auf der Suche nach dem hier, richtig? Auf der Suche? Der alte Ausstatter? Worum ging's da nochmal? Ach ja! Um seine Inspiration! Ganz genau. Die Ladenbesitzer hier haben schon seit langem ein gemeinsames Laster. Sie kommen jeden Abend zusammen und schließen Wetten mit diversen Preisen ab. Und nach einigem Hin und Her ist das hier bei mir gelandet. Hier, das ist ein Stoff im Taschentuch, ist es, oder? Eine Rarität. Ein den bekommt bei weitem VIP nicht jeder. Ein echter VIP-Pass. Naja, auch wenn du ihn jetzt hast, nützt dir gar nichts. Ist das? Das ist doch! Cloud! Lass uns sofort zum Honig. Aha. Grüß den alten Ausstatter. Beim Honigbienchen kommt man damit quasi kostenlos rein, oder was ist das? So,